Ja, bitte begrüßen Sie nochmal Marc Siegel und Vinzenz Helige hier vorne. Einen Applaus. Ja, mal kurz bis ich die Auge geklärt habe. Saals sich entleert. Beruhigt. Fangen Sie ruhig an schon. Ja, Marc, vielen Dank dafür, dass du uns den Film gezeigt hast und für den Vortrag, der einerseits, wie mir scheint, sehr schön herausgearbeitet hat, diese Struktur des Glaubens und die Appropriation dieser Glaubensstruktur, die das Hollywood-Kino mit seinen Stars herstellt durch den Underground. Und andererseits, und vielleicht können wir darüber einsteigen, hat dein Vortrag die Aufmerksamkeit geschärft für etwas, was eigentlich im ersten Teil der Veranstaltungsreihe immer schon ein Thema war, aber so ausdrücklich noch nicht in den Fokus gerückt ist. Du hast eben Stoller zitiert, der sagt, diese Filme werden noch interessanter, wenn man über den Bildrand hinausschaut, gewissermaßen. Also wenn man das, wenn man noch mehr weiß darüber, was rundherum geschieht. Und du hast das im Vortrag sehr schön gezeigt. Also es gibt diese Fotografie von Eve Arnold, die zeigt, wie Andy Warhol da Regie führt. Er führt tatsächlich Regie. Du hast unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt und das ist ein Aspekt, der wie du ja auch hervorgehoben hast im Vortrag in der Warhol-Literatur bisher in dieser Ausführlichkeit nicht besprochen wurde, dass Warhol tatsächlich das Tableau vivant arrangiert und rearrangiert und eine ziemlich präzise Regieanweisung gibt, dass er zum Beispiel Gerald Melanger und Mario Montez dazu instruiert, sich zu küssen und dann bleibt mal schön in dieser Position, das ist sehr, sehr hübsch und so. Gleichzeitig gibt es dieses Trio, das den Sound macht, wovon du uns ja auch ein sehr schönes Bild gezeigt hast. Und dann die Tatsache, die eigentlich eine gängige ist beim Drehen dieser Filme, aber vielleicht wirklich noch zu wenig bedacht ist, dass da nämlich jede Menge Leute rumstehen und dass es eine Art Studio Audience gibt und eigentlich ein Setup, das mehr so ein bisschen funktioniert wie eine Sitcom oder eine Talkshow als ein herkömmlicher Filmdreh. Und dass das ohne Zweifel auch Teil des ganzen Aktes ist. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass gesagt, das ist eigentlich auch eine Performance und man müsste die Warhol-Filme auch daraufhin anschauen, inwiefern die in eine Praxis und in die Geschichte dieser Praxis der Performance gehören in diesem Zusammenhang, die auch noch zu rekonstruieren wäre. Vielleicht kannst du dazu noch mehr sagen. Ja. Nee, danke. Ich meine, diese Stoller Aufsatz, ein Stoller-Zitat, die ich dann bearbeite am Anfang, dieser Aufsatz, das eigentlich aus Erinnerung an vielleicht Henning Engelkes ersten Vortrag, wo er auch sich auf Stoller bezogen hat, zum Teil aus diesem gleichen Aufsatz. Was mich dann besonders interessiert, da ist, dass er die Filme nicht nur betrachtet, er sagt, dass die Filme für ihn sind nicht nur als Filme wahrzunehmen, dass die sind für ihn als etwas anderes. Und das etwas anderes für ihn ist Gossip. Das passt gut zu mir, weil ich interessiere mich für Gossip, bin ich zu arbeiten am Buchmanuskript über Gossip, aber noch dazu, was mich interessierte, ist, dass er dann erweitert unser Begriff von, unser Kinobegriff bezüglich Warhol, was ich finde sehr passend ist. Und auch wenn man nicht die als Gossip betrachten will, das ist mir egal. Ich meine, es ist toll, wenn ihr das auch so seht, oder sie das auch so sehen wie ich, aber es muss nicht so sein. Aber ich finde, dass die Filme, was du gerade gesagt hast, dass die Tatsache, dass Warhol so viele von diesen Filmen, die er gedreht hat, hat er
gemacht vor einem Publikum von eingeladenen Leuten. Es gab mehrere Fotografen bei dieser Dreharbeit. Tavel sprach von 30 bis 40 Leuten, die rum saßen. Und das, soweit ich weiß, in der Literatur, in der Denkweise über Warhol noch nicht bedacht worden, was das dann bedeutet für die Filme, die gemacht worden sind. Ist das wirklich, wie man dann so ein Avantgarde-Film macht, sozusagen? Natürlich gab es immer bei Dreharbeiten andere Leute, die dazu kamen und guckt, aber bei Warhol war die Dreharbeit selbst eine Art Publicity-Event und auch eine Art Performance, wo ich frage mich, wie wir dann die Filme jetzt im Kino wahrnehmen sollen. Als Kinofilme oder als irgendwie nicht Dokumente einer Performance, aber Teile von einer Happening, die dort stattgefunden ist. Und ich versuchte das durch verschiedene Art und Weise zu zeigen, die dann auch in den Filmen selbst angedeutet wird, darauf hingewiesen wird und so weiter. Und so, ich finde die Rolle von Warhols Filme, so sehr es überraschte mich, dass ich dann eigentlich das jetzt hier vertrete in einer Reihe, wo ich und auch für mich persönlich, wo ich lege wahnsinnig viel Wert, dass man die Filme im Kino sieht, aus Filme auf 16mm. Trotzdem, und das finde ich, soll man machen mit diesen Filmen, aber die sind trotzdem Filme einer anderen Art. Und diese andere Art ist meiner Meinung nach noch nicht gut genug beschrieben worden. Und das hat was mit dieses Beyond Cinema, wie ich versucht habe zu beschreiben im Sinne von Gossip, aber vielleicht auch, wie man dann anders beschreiben kann im Sinne von Residue of a Happening oder ein Aspekt eines Happenings. Aber wenn ich nur dazu kurz einen Nachsatz sagen kann, bevor dann Henning die Rede übernimmt. Das Filmische und der Fakt des Films bleibt aber irreduzibel. Sorry, das Filmische? Das Filmische und die Tatsache des Films bleibt irreduzibel. Das ist keine Dokumentation einer Performance. Ja, das schaut anders aus, nicht? Also die Geschichte, die Marina Abramović gerne erzählt. Ich habe mal eine Performance gemacht, da hat ein Videomensch das aufgezeichnet, der dachte, er müsste auch Kunst machen und hat ständig neue Kamerawinkel gewählt. Dann habe ich nach der Performance mir das Video angeschaut und gesagt, das ist scheiße. Die Kamera hingestellt und die Performance nochmal gemacht und nochmal aufgenommen. So ist sie. Ja, so ist sie. Gut, so ist sie. Aber das zeigt klar, was eine Dokumentation einer Performance ist. Und da kommt am Ende kein Film bei raus. Ja, ja. Aber bei dem, was Warhol macht, kommt ein Film bei raus. Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht, ich habe versucht, auch in meinem Vortrag, aber ich will nicht die unglaubliche komponierte Qualität dieser Bilder reduzieren. Nein, ich versuche, die gerecht zu werden, weil ich finde diesen Film faszinierend, einfach anzuschauen. Manchmal würde ich lieber, dass man den Ton ausmacht, obwohl ich Tavel sehr, sehr schätze, und manchmal das total witzig finde, aber ich finde das Bild einfach so prägnant, so faszinierend, diese Dynamik, die daraus entsteht zwischen Philipp Fagan und Karol Kaczynski im Hintergrund, die dann einfach die ganze Zeit wir gucken, was nicht leicht ist, mit einer Spannung ins Kamera für eine längere Zeit zu gucken. Und ich weiß nicht, ob Sie das so betrachtet haben, aber ich finde die beiden sehr faszinierend anzuschauen, und das macht es möglich, dass dann Mario irgendwie so in einen anderen Zeitraum, wenn man will, spielen kann. Und dann auch, dass Malanga dann zu ihm guckt. Alles von Warhol so dirigiert und komponiert. So diese faszinierenden Filme, vielleicht jetzt bin ich, da ich mich länger mit den Filmen auseinandergesetzt, bin ich an der Zeit, wo ich denke, die zeigen uns auch was anderes über die Bedingungen, in der diese Filme entstanden.
dass man und so, dass so ich, ja, komme zu Gedanken. Zunächst, also ich Henning, eine ganz kurze Frage, die eigentlich da auch nochmal anschließt. Mhm. Ich finde es schon überzeugend, dass das ein Happening ist, aber ist es nicht vielleicht auch ein Happening, das irgendwie dann so eine Art Film- und Kinosituation imitiert? Also die Tavel und was die reden, das klingt ja schon wie so ein bisschen so, naja, so Jungs, die einen Film gucken, die den Film nicht richtig ernst nehmen, aber die eben eigentlich nicht in einem richtigen Raum mit der Szene sind, die sich da abspielt, sondern die distanziert sind. Du hast ja auch gesagt, die sind zeitlich distanziert, aber die eben wirklich so, als würden sie eben sich einen Film angucken, sich über diesen Film ein bisschen lustig machen, manche Sachen aufgreifen. Beavis and Butthead. Ja, genau. Ja. Das, ja. Ja, ja, so. Genau so, ja. Ja. Und dadurch aber natürlich das, was auf der Leinwand ist, nochmal, also unsere Zuschauersituation, weil du ja auch gesagt hast mit dieser Happening-Situation und was ist das für ein Film eigentlich, also wie kann man den einschätzen, also die sind ja schon in gewisser Weise auch Stellvertreter für uns. Ja. Und verdoppeln eigentlich das nochmal, so die, diese Zuschauersituation. Ja, das vielleicht habe ich das nicht stark genug gemeint, das meinte ich irgendwie, wo ich dann eher auf die Zeit betont habe, so die Zeit der Rezeption ist schon in dem Film drin, finde ich, auf dem Tonband. Man hat verschiedene Zeiten oder Temporalities in dem Ton, weil man hat so dieses Hammering, man hat die Hupfen von den Autos, die dann, und auch man hat Warhols Stimme, die alle diese Dreharbeit in seiner Zeit platzieren, die in dem Sinn uns auf der Zeit der Drehen, des Drehens, zwingen oder zum Nachdenken über diese Zeit der Drehens. Zeitgleich hat man diese Diskussion zwischen den drei, was wirkt für mich, und das freut mich, dass es auch rüberkommt, einfach aus nachträglicher Kommentar, so aus einem Kommentar, aus einer Zeit nach der Dreharbeit. Und in dem Sinn, so Beavis and Butthead habe ich gesagt, aber so in dem Sinn die Zeit der Rezeption. So dass das interessanterweise hat man diese verschiedenen zeitlichen Bezüge in dem Tonband. Und in dem Sinn lädt das uns ein besseres Tonband zu liefern, ein besseres Klatsch über das Bild zu machen. Vielleicht so wäre in die Richtung meines Argumentes oder weiter Klatsch zumindest. Weil ich finde, ihr wie Tavel sagt, er spielt ein so Klatschtante oder Gossipmonger. Und ich finde, nochmals, als ich das angeschaut habe, dass es wirklich wirkt wie enigmatisch, wie mysteriöse, geheimnisvolle Klatsch. So in dem Sinn, deswegen vielleicht so für mich manchmal langweilig, weil man versteht nicht genau, Klatsch ist am besten, wenn man weiß, worüber man klatscht. Über wen es geht. Dann ist man interessiert, weil man kennt die Leute. Aber wenn man nicht weiß genau, warum sie irgendwie, warum diese Privatjokes gehen und sowas, dann ist das, fühlt man sich manchmal ein bisschen ausgeschlossen. Aber auf jeden Fall ist das eine Art Klatsch. Und Klatsch verlangt immer ein Zuhörer, der dann diese Klatsch weiter zirkuliert. Und das sind wir, die Zuschauer, in dem Sinn. War so mein Argument erweitert. Ja, sorry, Michael. Ja, wenn also ich finde, dass das glückliche Situationen sind, diese Filme. Weil hier wurde jetzt eben gesagt, dass die Filme eben jetzt praktisch vor Publikum stattfinden. Das war ja sozial eine wichtige Angelegenheit. Und an anderer Stelle wurde gesagt, hier bei einer anderen Veranstaltung, dass die Filme ja nur existieren, weil irgendjemand vom MoMA gekommen ist und Andy Warhol vorgeschlagen hat, die doch zu restaurieren. Weil sonst wäre das ja nur Tagesgeschäft gewesen. Und ich würde jetzt einfach sagen, das ist ja hier jemand, der sehr ambitioniert war, nach oben zu kommen, Andy Warhol. Und dem war das dann wohl egal, was aus dem Film wurde, denn dann war der Mittel zum Zweck, war da erfüllt. Und das hat er ja eigentlich auch bewiesen, wie das dann weiterging. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Also man kann jetzt hier über Performance reden, ob jetzt ein Film sowas ist oder sowas ist. Das war jetzt vielleicht Andy Warhol egal.
weil das waren glückliche Momente, wie das da hingekriegt wurde. Und da standen ein paar Sterne drüber. Aber ich glaube, da war was anderes wichtig. Da war vielleicht was, ich weiß nicht, ob ich es glaube, vielleicht war da was anderes wichtig. Ja, zum Teil teile ich deine Meinung, nur insofern, dass auch Eve Arnold in ihren Erinnerungen an diese Dreharbeit sagt, dass sie, dass Andy Warhol wollte seit langem, dass sie sein Foto macht. Und dann hat er sie dann zu dieser Dreharbeit genommen. Vielleicht oder höchstwahrscheinlich, weil Eve Arnold diese wunderschönen Fotos von Marilyn Monroe gemacht hat. Und so in dem Sinn, dass aber ich glaube auch, dass er sich interessiert hat für so Filme zu machen. Aber ich finde, es ist nicht nur das. Das ist auf jeden Fall, was ich versuche jetzt mit Ihnen zu denken. Ist, dass für ihn ist es nicht nur die Filme aus Objekte, aus Kinoerfahrungen zu machen. Es war, dass er ein Foto von Eve Arnold hat, wo er hinter einer Filmkamera steht. Und auch, dass alle diese Leute sehen eine Dreharbeit von Andy Warhol. Und dass er dann später die Filme, ich habe das nicht alles gezeigt, aber es gibt dann auch so Advertisements in The Village Voice, wo er Advertisements für The Velvet Underground, wo Warhol dann verschiedene Filme dort präsentiert hat, unter anderem Harlot. So die Filme spielten viele verschiedene Rollen für ihn. Das ist vielleicht am wichtigsten, nicht nur eine. Ja, Regine. Ja, ich wollte auch noch mal bei Hennings Gedanken weitermachen und so ein bisschen auch gegen diese jetzt beschriebene Idee der glücklichen Momente sprechen. Also ich glaube eben nicht, dass es so ein Eventcharakter ist, ganz und gar nicht. Ich denke, man kann an die Filme, die wir ja schon gesehen haben, auch anschließen, dass er da ganz streng weitermacht an einer Idee, nämlich also der Zergliederung, der Ausstellung des Hollywood-Films und jetzt in dem Sinne, wie du ja auch gesagt hast, Appropriation des Star-Systems für den Underground. So weit würde ich ja mitgehen, aber ich kann dann eben sozusagen nicht mehr mitverfolgen. Diese Idee, es ginge dann um eine Rettung des im Hollywood-Kinos präsenten Versprechens sozusagen, ohne die Kohärenz der Illusion sei sozusagen der humane Kern, ich spitze jetzt mal zu, gerettet, ne? Und es ginge dann um das Fantasieren über die Individualität der Darsteller. Also auf mich wirkt es auch einfach gar nicht so. Ich finde, es ist extrem abstrakt und grotesk und ich fühle mich gar nicht irgendwie aufgefordert, jetzt darüber nachzudenken, was nun Montez so in seiner Freizeit macht und was nun eigentlich außerhalb sozusagen dieser Leinwand stattfindet. Ich finde es extrem streng komponiert und auch gedanklich streng, also wieder eben eine Analyse von Acting und Rezeption. Ne? Und zwar, also um da nochmal bei Hennings Gedanken weiterzumachen, ich denke, es geht noch weiter. Es lässt sich ja auch auf dieses Spektakel des Weiblichen beziehen. Ne? Also dass jetzt diese Schauspielerin Harlow, die ja die Inkarnation der Sexbombe, ich glaube, der Begriff ist für sie erfunden worden, ne? Ist. Also dass da jetzt... Yeah, the Blonde Bombshell. Ja gut, wusste ich noch nicht. Danke für die Erweiterung meines Wortschatzes. Sie agiert ja, indem sie ihre Erlebnisfähigkeit, ihre erotische ausstellt. Ne? Also man kann ja eigentlich das wirklich als eine ganz radikale Analyse dessen verstehen, was Jean Harlow tatsächlich nun so faszinierend gemacht hat und was sie zu diesem Star gemacht hat. Also es ist doch eine Analyse des Schauspiels, die bedeutet, dass dieses Schauspiel zugleich eben Vorführung einer Genussfähigkeit, einer Rezeptionssituation ist. Also in ihr ist diese Doppelheit eigentlich verkörpert, dass wir eigentlich etwas anschauen, was uns selbst darstellt, ne? unsere eigene Erfahrung natürlich in einem stilisierten idealen Sinne, also diese Erfüllung allen Begehrens, ne? Die stellt sie ja mit der Banane dar und sozusagen alle anderen sind eigentlich nur auch wieder Spiegelungen dieser Zuschauer und potenziellen Genussfähigkeit. Also so würde ich denken und meine Frage, die ich daran jetzt anschließen würde, wäre eigentlich, welche Idee hättest du zu dieser
sehr interessanten Melancholikerfigur, also im Hintergrund, die für mich eigentlich eine ganz wichtige Position hat, vielleicht sogar auch Künstlerfigur. Spekulierst du über sein Offscreen-Leben? nein, ich gerade nicht, also in diesem Frame. Also was gibt es für eine Idee zu dieser Rolle? Also wie gesagt, du sagst ja, es ist wirklich alles von Warhol festgelegt und er schert ja nur zweimal aus dieser Melancholiker-Haltung, er ist auch der Einzige, der uns die ganze Zeit anstarrt, heraus, wenn er dann plötzlich Kontakt aufnimmt am Schluss zu dieser anderen Frauenfigur und zwischendurch, wenn er so ein obszönes Spiel mit seiner Zunge vollführt. Also da macht er ja auch diese erotische Provokation, übernimmt er auch plötzlich so eine Akteursrolle. Also mit der Figur würde ich mich gerne näher beschäftigen. Also was könntest du da jetzt im Rahmen deiner These dazu sagen? Das ist schwierig, weil meine These hängt so viel von Klatsch ab, muss ich sagen. Und so ich fürchte, dass ich nur dann weiter Gossip dann liefern kann darüber. Und ich kann nur vielleicht erstmal über ihn und dann über diese Glauben-Idee, weil ich finde das wichtig, das nur kurz zu, nicht nochmal zu wiederholen, aber nur zu erklären, warum ich das hier beziehe. Aber erstmal zu ihm. Ja, für mich, es ist sehr schwierig, weil ich kann nur Informationen erstmal liefern, dass Philip Fagan war Andy Warhols Boyfriend. Der war sein Freund zu der Zeit, als sie den Film gemacht hat. Philip Fagan, Andy Warhol hat einen Film, hat, soweit ich weiß, 3 Filme mit Philip Fagan gemacht. Der erste Film, wir kennen vielleicht zumindest von Lektüre, zum Beispiel von Douglas Crimps Aufsatz über Mario Montez' Screen Test No. 2. Wir kennen den Film Screen Test No. 2, wo man hat eine Großaufnahme von Mario Montez' Gesicht und ein Off-Screen-Voice von Tavel, der dann ihn Fragen stellt. Es gibt ein Screen Test No. 1, das war mit Philip Fagan. Es ist genau die gleiche Situation, fast genau das gleiche Drehbuch. Aber nachdem sie den Film gemacht hat, hat Warhol gesagt, das ist nicht so interessant, sein Gesicht zeigt nicht so viel, der macht nicht so viel, weil der bleibt die ganze Zeit fast so wie in diesem Film. Das ist, glaube ich, alles, was er machen kann. Aber er macht das gut, hier. Und so dann hat er gesagt, nimm Mario, dann werden wir mehr haben in dem Film. Und dann hat Warhol einen Film mit Philip Fagan gemacht, weil er war fasziniert von ihm, sein Freund. Er hat einen Film gemacht, 6 Monate heißt das, wo er dann Philip Fagan, so eine Screentest von Philip Fagan jeden Tag für 6 Monate gemacht hat. Das Problem ist, dass sie sind nach 3 Monaten voneinander getrennt. So dieses Film, was heißt 6 Monate, besteht nur aus 3 Monaten von Filmrollen. Es ist noch nicht restauriert. Aber das ist nur noch eine andere Geschichte über Philip Fagan. So, für mich, ehrlich gesagt, der nervt mich ein bisschen in dem Film, wenn er versucht, irgendwie uns zu verführen. Ich weiß nicht, ob das von Warhol gesagt worden ist. Irgendwie habe ich das nicht gehört. Ich denke, das ist seine eigene Idee und ich glaube nicht, dass er die beste Ideen hatte. Ich fand das auch doof, was er gemacht hat mit den Zigaretten irgendwie. Warhol hat einfach gesagt, drop it. Er hat, glaube ich, nicht gesagt, mach dieses komische Spiel, wo du das hier hast. Und der war ausgebildet als Mime. ja, aber sorry. So ich finde ihn so in der Rolle, wenn man denkt in Bezug zu Jean Harlow und sowas, so dass man merkt, irgendwie seine Erotik, der ist ein anderer erotischer Bezugspunkt, auf jeden Fall. Er scheint eher verbunden mit Carol Kaczynski, mit dieser anderen Frau, als mit Mario Montez. Aber nur dann ein Wort zu dieser Glauben-Idee und dieses, wenn man will, Aneignung von den Glaubens Hollywoods. Das sehe ich auch nicht in Warhol, muss ich sagen, aus einer Strategie von Warhol. Ich finde, das ist, wenn man will, es ist ein Teil von Warhols
Gedanken, von seiner Welt, von seinem Konzept. Er hat auf jeden Fall an seine Siebdrucke uns gezeigt, dass er besessen war von Hollywood Stars, dass er besessen war von der Problematik, dass Sterben eines Stars, der Problematik, das Verlust der Öffentlichkeit. Das ist ein Teil seiner Arbeit, finde ich, dieses Beschäftigung mit der Star und mit Hollywood. In seine Filme finde ich das vornehmlich ein Überbleibsel von Jack Smith. Mario Montez ist wirklich aus Jack Smiths Studio gekommen. Ronald Tavell fing an mit Jack Smith. Ronald Tavell an dem Tonband ist die Person, die immer Hollywood-Referenzen hervorbringt. Und die immer so mit einem Art Betonung, der manchmal rassistisch, what was that about the Orient? Drop the bomb on the Orient and how much yellow or something? Or maybe we shouldn't wonder repeat. Where the yellow went when they dropped the bomb on the Orient. Ja, yeah, und das hat Vincent dann zu mir gesagt, jetzt kann ich auch gut verstehen, warum Jane Stoller sagte, man ist genervt, wenn wir alle kämpfen gegen Vietnam und Warhol macht sowas. Aber das kommt von Ronald Tavell. Ich glaube nicht, dass er das rassistisch meint. Er versucht, eine Auseinandersetzung mit den Hollywood-Filmen aus den 40er und 30er, die er geliebt hat, fortzusetzen. So, auf jeden Fall finde ich, dass für mich zumindest in diesem Film das Hollywood-Glamour, das Aneignung von einem Glauben an die Möglichkeit, aus sich selbst ein glamouröses Starbild zu schaffen, sehe ich in Mario Montezes Performance. Und das sehe ich als ein Ausdruck seiner Erfahrung, die er gewonnen hat mit Jack Smith, wo das ein wesentlicher Bestandteil Jack Smiths Kunst war. Warhol, finde ich, hatte das aus Interesse, aber auch andere Interessen. Nur so sehe ich das. Ja, ich wollte eigentlich auch nur kurz kommentieren. Also ich fand, das schließt so ein bisschen an Prange an, dass der Film auch gut zu sehen ist oder sehr interessant zu sehen ist, wenn ich nicht den Hintergrund kenne, also wenn ich nicht den Gossip kenne, wenn ich mich nicht auf das Star-System konzentriere, sondern ich könnte, für mich war das im Film sehr interessant, die Figur der Katze. Ja, das ist vielleicht der erste wirkliche Tierfilm, den man gesehen hat, denn was passiert? Also die Katze wird festgehalten, sie will weggehen und die Momente, wenn sie weggeht, das ist ja interessant, wenn sie schläft, wenn sie nicht reagiert. Und das könnte ja auch vielleicht das Wort aussagen über Rollenspiele, über das Verhältnis Kultur, Natur etc. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, und for that one I have to switch into English. There is a tradition in terms of saying American literature is dealing with the vernacular, yeah, like Mark Twain and so on. Do you see a connection there with Warhol or underground in America? In terms of Warhol's connection to vernacular, but the beat poets, I mean, Warhol had a kind of connection to Ginsberg. Ginsberg appears, Ginsberg, Kerouac, Peter Orlovsky appear in Couch, which we'll be seeing as our final film in the series in July. And Taylor Mead, of course, an incredibly under-acknowledged great poet, a great vernacular poet. Was of course a regular Warhol collaborator. But I think Warhol, maybe Warhol's aesthetic, it's a kind of vernacular aesthetic. Ronald Tavell, who I had the pleasure and privilege of interviewing, said that when he worked with Jack Smith, Jack Smith said, make it lush and exotic. And then he went to Warhol and he said, I want it simple and dark, black and white like New York. And I think in that sense, maybe you see a kind of interest in a vernacular in his maybe film language or film Zuneigung or something. Yeah, oh. Kalani, please.
Thanks. Those are ein interessanter Gedanke. Vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Ich finde deine These wirklich spannend. Ich will mehr mit dir darüber reden. Aber meine Gerne. Frage hat mehr mit Klatsch zu tun. Und findest du, dass es verschiedene Niveaus gibt, auf denen Klatsch in diesem Film funktioniert? Also Registers of Gossip. Zum Beispiel, man hört ja, wie du schon gesagt hast, über Filmgeschichte gibt es den Klatsch. Oder über den On-Screen-Space gibt es Klatsch. Es gibt Klatsch von Warhol, von dem Regisseur. Also wie unterscheidest du in deiner größeren Arbeit über diese verschiedenen Rollen von Klatsch? Oder ist das zu unterscheiden? Oh, jetzt muss ich das machen. Oh. Oder nicht? Ja, ich habe so Read versucht, einfach das zu etablieren als ein relevantes Thema für einen Wissenschaftler. Und jetzt muss ich dann doch die verschiedenen Schichten oder so. Nee, das finde ich total relevant. Kalani, danke für die Frage. Ich ich hatte gedacht, dass es gibt so einen Unterschied, zumindest wenn man spricht von Kenneth Anger und die Art und Weise, wie Kenneth Anger sich für so, naja, aber das geht gegen mein Argument heute Abend. Michael Kerber hat ein an. Because I think it's still Andy Warhol is still a minimalistic. So what was said in? Also, do we speak English or German? What was said in the other discussions or in the other lectures? Andy Warhol is still a minimalistic artist. He comes from minimalism and he comes from advertisement. But he was standing in all these rooms and he had all these links to surrealism and to whatever what was happening at that time. But it is always secondhand. And when I think there are some stars. Beyond all this, we don't need to talk about it. I think, because it's all secondhand, and even the gossip is secondhand, and everything is secondhand. And there's of course there's a condition about all this that you can that you have the means to receive things like that at all. But he didn't do a lot. And also, I want to add something else with the cigarette. I liked it very much, this falling down of the cigarette, because I thought that was cruel. And I thought that were a quote from Jean Genet, Jean Amour. And I saw it like that, because it was cruel. Yeah. But it's secondhand. Sorry. Well, it's only quoting. Andy Warhol, he was a minimalistic artist, and he comes from advertisement. Mm-hmm. But he was standing, and he had the links to anything that was interesting at the time. And he had the possibility, by having a microphone or something like that, to quote that, or to get the material, or to ask somebody just talk. It's horrible, but yes. Sorry? Why horrible? Maybe I would just then add that I mean I guess I do try to think about different ways of quoting, and the differences between references, quotes, and gossip, and I do think that because gossip is a way of quoting, of course, sometimes quoting incorrectly in order to serve one's own interests, but so in that sense I think that's where for me it's a very complex film to think about gossip. I try, in what I'm doing, my book is called A Gossip of Images, and I'm trying to think of gossip as a means not just of circulating oral communication, but also of circulating images, and then even further of thinking of gossip as a kind of cinematic logic of thought. So gossip as a means of bringing together images and sound, the words we circulate, the hearsay and the hearsee, if you will, that which is visualized through the speculations. So in that sense, but I try not to lay that too hard on particular films, to say this film is structured like gossip.
in its sound image structure, although I do think there are some examples that one could mention. So one thing that I think is important, if we take, I know I tend to push a utopian view of gossip in order to emphasize its productivity, but of course, if we even think about James Stoller's comment that Warhol's films are the first, if we agree with that, in which film and gossip mingle together openly without shame. So I think the without shame is that there's no shame now in film and gossip mingling together, that it's not like in the old Hollywood studio system where one would sort of try to keep, one would have a certain kind of gossip that would circulate, but one wouldn't want another kind of gossip that was too damning. For instance, about Jean Harlow, the rumors are that actually the studio made it seem like her ex-husband, or her husband, Paul Byrne, was impotent, and that's why he shot himself 2 months afterwards, when it's sort of later come out that indeed he was bigamous. He had another wife in another state who came, and she was mentally deranged, and she shot and killed him. So the studio thought, they knew that, but the studio thought one kind of gossip was better to get out than another kind. But even though now Warhol's films, let's say, function as film and gossip mingling without shame, they could still have shaming effects. You know, and it can still, in this sense, I didn't pursue this, but it's something to pursue when I say I speculate. I'm interested in Mario Montez. For me, he becomes the figure I'm most interested in this film, and it makes me then think things like, what did it mean for a very dark-skinned Puerto Rican man to perform the white heroine in dark times, to perform the epitome of whiteness? Jean Harlow, one of the kind of images who would sprinkle Richard Dyer's brilliant analysis of whiteness. What did it, was that an enabling thing for Mario Montez? Was that a difficult thing? What are the thoughts about that? I'm not trying to push a purely sociological approach. I'm actually not interested in the answers, or whether or not the answers are true. I mean, gossip doesn't bring us to any kind of truth other than the one that that means the most to us. So I'm not looking for empirical truth at all, but I think that there's a lot of room for further speculation, and that's what I get out of these films. But those speculations may lead to some shaming effects or shameful results. Okay, sorry, that was a long answer. Ich hätte auch noch eine Frage. Ich würde gerne eine Ebene nochmal zurückgehen, weil vorhin ist in der Frage ein ganz interessanter Nebensatz gefallen, der sich ein bisschen darauf bezog, welchen Stellenwert Film für Andy Warhol hatte. Also, dass das ja quasi so was Beiläufiges war, was eigentlich gar nicht so von andauernder Präsenz für ihn wichtig war. Jetzt haben wir gerade die beiden Filmwissenschaftler unter den Organisatoren hier vorne stehen. Ich möchte die Chance natürlich nutzen, so vielleicht so eine Art Zwischenfazit zu ziehen, weil ihr habt ja gesagt am Anfang, das ist so, diese Art der Kunstform von Andy Warhol ist bisher sehr unterschätzt und hat einen weit größeren Stellenwert als bisher so angenommen. Wie schätzt ihr das ein? Hat sich das bewahrheitet, auch im Rahmen der Lecture bisher? Sagt was dazu. Ja. Und begründet es. I can give an incompetent answer and you will correct me. Okay, dafür bin ich bezahlt. Genau. Aus seinen Mitarbeiter, nicht für diesen Vortrag. Genau. Ich meine, der Status dieser Filme ist in gewisser Weise prekär. Und wenn Warhol selbst es darum getan, zu tun gewesen wäre, sie kanonisiert zu sehen, dann hätte er sie in den 70er und 80er Jahren anders behandelt. Aber man muss sich schon fragen,
was das dann bedeutet für die Filme selbst. Ich glaube, man muss beim Versuch der Beantwortung dieser Frage sich auch zurückversetzen ins New York der 50er und 60er Jahre und sich überlegen, wie die Kinokultur und die Filmwirtschaft zu diesem Zeitpunkt funktioniert und sich dann Warhol vorstellen als jemanden, der zunächst mal in der Werbebranche funktioniert und dann den Kunstbetrieb zu erobern versucht. Das gelingt ihm innerhalb von 3 Jahren und das reicht dann auch im Grunde und dann sagt er, jetzt versuchen wir es mal mit Kino. Und er bewegt sich da in einer bestimmten Ökologie des Films, die dabei immer mitzubedenken ist. Es ist zum Beispiel so, dass im New Yorker Kinoprogramm der 50er und 60er Jahre Avantgarde-Filme regelmäßig im Vorprogramm gezeigt wurden. Also Abstract Animation Films und solche Dinge. Und das hat etwas zu tun mit der Programmhoheit der Studiokinos und es gibt eine ziemlich klar strukturierte Geografie der Qualitätskinos und das ist natürlich lange vor Multiplex. Das ist eine sehr reichhaltige Kinokultur und da kann man sich schon in gewisser Weise so reinkämpfen, wie man sich in den Galeriemarkt reinkämpfen kann. Und nach meinem Kenntnisstand gehört das zum Plan von Warhol. Und er ist ja dann auch toll begeistert davon, dass Chelsea Girls im Kino plötzlich läuft. Und denkt, jetzt haben wir endlich den Punkt erreicht, wo wir gewissermaßen, bald werden sie uns aus Hollywood anrufen, das bleibt die Fantasie nicht. Ob dies wirklich so ernst gemeint ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er reagiert auf das, was ich jetzt mal eine bestimmte Ökologie des Kinos in der Stadt New York in den 50er und 60er Jahren nennen würde. Der will wirklich in die Kinowelt rein. Und diese Filme dienen dazu, aber das muss natürlich auch den üblichen Spaß machen und außerdem ist er natürlich Künstler, denn das, was dabei rauskommt, ist belastbar in dem Sinne, wie wir das jetzt in den Beiträgen von Henning und Regine gesehen haben. Das kann man als Kunstwerke analysieren, das ist klar. Und was die Filme so für mich jedenfalls so reizvoll und interessant macht, ist, dass sie von mehreren institutionellen und künstlerischen Logiken durchkreuzt sind und durchquert sind simultan. Also es ist eben Kino, aber es ist auch Kunst. Und es ist auch Werbung. Und es ist Pop-Gossip und Party-Stuff. Und das wird nicht trennscharf sortiert, sondern das ist ein Versuch, in all diesen Logiken mal zu schauen, wie weit man kommt. Ja, ich meine, vielleicht nur 2 Wörter dazu, dass ich finde die Filme faszinierend als Filme. Ich bin kein Kunstwissenschaftler, aber ich finde sie faszinierend als Kunst. Und ich denke, Warhol war ernsthaft interessiert, nach seinem Maßstab gute, interessante Filme zu machen. Das war ihm genauso wichtig wie gute Gemälde. Auch wenn er einfach von Henry Geldzahler gehört hat, niemand interessiert sich mehr für Tod, mal jetzt mal ein paar Blumen. Und dann, oh, okay, ja, ich male Blumen. Und dann malt er Blumen. Trotzdem finde ich das großartig, was er dann gemacht hat. Und genauso wie bei der Filme, dass er einfach am Anfang Ideen von überall gesammelt hat und dass, wenn wir mehr und mehr von seinen Filmen sehen können, so wie die letzte neu restaurierte Gruppe, die letztes Jahr in New York gelaufen sind, ich habe nur 1 oder 2 gesehen, von Juli, August 1963, so das erste Monat, als er Filme gemacht hat, gleich nachdem er Sleep gemacht hat, hat er Filme mit Einzelbildtechnik gemacht, wo man hat so Animationqualität, so nicht wie wir denken, 63, Warhol, statische Kamera, keine Kamerabewegung. So er hat experimentiert, der hat versucht, seinen Stil zu finden und dann hat er das, glaube ich, gefunden mit dieser statischen Kamera, dann hat er sich entwickelt. Und obwohl er nur 5 Jahre lang Filme gemacht hat, 63 bis 68 und dann ich finde sehr wichtig dann, dass er aufgehört hat, als er angeschossen worden ist und fast gestorben ist,
im Sommer 68 von Valerie Solanas. Und im Krankenhaus kam Paul Morrissey zu ihm und sagte, hey, ich habe eine Idee. Und dann Andy sagte, ja, mach das. Und dann macht Paul Morrissey Flash. Und dann fängt Paul Morrissey an, Filme zu machen. Aber nachdem er angeschossen war, nach dieser sehr schlimmen Erfahrung, hat er dann sein ganzes Arbeit in den 60er umgedacht. So wie ich das verstehe. Und eine ganz neue Perspektive reingebracht. Er hat eine ganz neue Factory aufgebaut, nicht mehr Open Door Policy. Und hat in dem Sinn nicht mehr diese Filme, Factory, Happening, Space, sondern wie er sagt, so der Wechsel von the Business of Art to the Art of Business. Und dann fängt er an, Interview Magazine zu machen, fängt er an, einfach Filme zu produzieren, fängt er an, Commercial Portraits zu machen. Und, aber das bedeutet nicht, dass die Filme dabei für ihn irrelevant waren. So ich persönlich finde die Filme für mich jetzt, vielleicht weil wir so viele von seinen anderen Arbeiten kennen, die spannendste und interessanteste Kunstwerke. Aber ich kann nicht so in dem Sinn betrachten, aber meiner Meinung nach, wenn wir diese 600 Filme zusammen haben, was für einen Wert sie in der Filmgeschichte haben, gegenüber was für einen Wert seine anderen Kunstwerke in der Kunstgeschichte, vielleicht vergleichbar wichtig, ist eine diplomatische Antwort. Ansonsten würde ich auch sagen, das ist ein gutes Schlusswort, denn wir können das auch als Zwischenfazit heute nehmen und dann im Juli am Ende der Lecture nochmal drüber sprechen. Zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag und das Gespräch nach Marc Siegel. Und ich möchte natürlich darauf hinweisen, in 2 Wochen geht es weiter, am 8. Mai, dann wird Douglas Crimp hier sein und er wird ganz tolle Filme auch dann präsentieren. Nämlich zum einen Blowjob werden wir hier sehen können, wir werden auch Mario Banana 1 und 2 sehen, über die heute auch schon gesprochen worden ist und auch noch Haircut Number 1, auch das ist sehr sehenswert. Also kommen Sie wieder und im Mai ist dann das große Thema unserer Begleitreihe Filme über Andy Warhol. Also wir zeigen dann Filme wie Factory Girl, Basquiat, schauen Sie ins Programm rein und kommen Sie gut nach Hause heute Abend. Bis dann, tschüss.